Ja, herzlich willkommen, verstreut im Saal. Herzlich willkommen hier oben. Ich würde gerne unser Thema Gesichter der Wissenschaften von Anfang an ein bisschen erweitern, und zwar um den Begriff der Geschichte. Gesichter zu sehen bedeutet ja natürlich Menschen zu sehen, die in diesem Fall nicht nur für sich selbst stehen, also für die eigene Person, sondern für etwas, das sie tun, also für eine Beschäftigung, eine Art zu denken, vielleicht aber auch eine spezifische Form der Neugier oder sehr persönliche und sehr hochspezialisierte Interessen. Also es sind Gesichter, wenn sie in der Ausstellung waren, die wir auch nicht sofort, also ich jedenfalls nicht, sofort hätten zuordnen können, es sei denn, man kennt zufälligerweise welche. Also weder Werbeindustrie noch Politik oder Mode oder Sport, Medien, Entertainment. Bei manchen hat man das Gefühl, es könnte so eine Vorgruppe der Stones sein, bei manchen der älteren Wissenschaftler. Im Moment touren ja die ganzen etwas älteren Gruppen. Sondern, und hier nimmt Herr Linde Kölbl uns buchstäblich bei der Hand, es geht um die Beschäftigung mit Wissenschaft. Es handelt sich also um Wissenschaftlerinnen und damit um Menschen, die wir eher selten zu Gesicht bekommen. Dani Weber, Leiter des Archivs und der Bibliothek hier, macht in seinem hervorragenden Buch Das Antlitz der Wissenschaften, das ist geschrieben worden anlässlich einer Ausstellung 2012 hier in der Moritzburg, darauf aufmerksam, dass Gelehrtenporträts seit Jahrhunderten bereits ein eigenes Genre bilden, also eigene Gesetze haben, die sich auch entwickeln, die sich verändern. Etwa wenn man an die Beigaben, das erinnert fast so ein bisschen an Grabbeigaben, wenn man an die Beigaben denkt in Form von Attributen, Symbolen, Zeichen und so weiter. Es gibt also Konventionen für Porträts und diese sind eben nicht in erster Linie Konventionen der Wissenschaft, sondern es sind Konventionen der Kunst und es sind Konventionen der Medien. Und deshalb sind die Porträts, auch die, die wir sehen, die Herr Linde Kölbl gemacht hat, immer Porträts plus Mediengeschichte. Was also sieht man, wenn man in ein Gesicht schaut? Wenn Sie eines Menschen ansichtig werden, wie man ja so schön sagt, dann sehen Sie immer jemanden, der Ihnen ähnlich ist, einen Menschen, zugleich aber auch verschieden ist von Ihnen, gleich und anders. Sie sehen vielleicht eine kleine Narbe, die Ihnen verrät, was jemand passiert ist. Sie sehen, ob jemand glücklich ist oder nicht. Sie können auch sehen, ob jemand viel raucht oder nicht, entspannt ist oder nicht. Und insofern erzählt jedes Gesicht immer auch eine Geschichte. Zumindest erfinden Sie diese Geschichte selber dazu, wenn Sie das Gesicht sehen. Das können Sie fast gar nicht vermeiden, dass das so ist. Deshalb sind die brillanten Interviews, die Herr Linde Kölbl gemacht hat, die finden Sie in im Band zur Ausstellung, so toll und klar, weil sie ihnen helfen, das, was sie da sehen, zu verstehen, aus ihrer eigenen Geschichte rauszufinden und mehr Realität wahrzunehmen, nämlich die Realität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die porträtiert worden sind. Was den Hintergrund betrifft, ist Herr Linde Kölbl in ihren Bildern absichtsvoll sehr zurückhaltend. Da werden wir noch drüber reden. Entsprechend strahlen die Fotografien für mich zumindest eine gewisse Zeitlosigkeit aus, die sich, wenn überhaupt, wahrscheinlich erst in Jahren oder Jahrzehnten einordnen wird in einen Stil, von dem man dann sagen wird, ah, der ist typisch für diese Zeit jetzt. Was wir zunächst sehen, sind also Gesichter und diese Gesichter tauchen ein mit den Menschen, die sie ja nicht wirklich zeigen, die aber damit natürlich verbunden sind, in das, was man Körper des Wissens nennen könnte. Wissen, so anonym es oft scheint, bekommt hier ein Gesicht. Das nur als kurze Einführung und ich möchte Ihnen jetzt kurz vorstellen, wer hier oben sitzt, weil wahrscheinlich werden Sie nicht alle kennen. Zunächst Herr Linde Kölbl, sie ist Fotografin und Dokumentarfilmerin und ich glaube, ich darf das sagen. Ich schätze sie total als brillante Journalistin, weil sie ganz hervorragende Interviews macht. Ich weiß gar nicht, Herr Linde, ob du das selber magst, diese Bezeichnung. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Du musst ein Mikro nehmen. Ist das schon an? Ja, okay. Ja, die Bezeichnung Journalist sehe ich nicht richtig für mich. Und zwar deshalb,
Journalisten müssen anders denken und anders agieren. Ich mache große Projekte und lese und denke mich total dann in diese Projekte und in diese Menschen rein und habe immer ein anderes Interesse. Journalisten müssen für den Tag gewappnet sein. Die müssen etwas liefern, was der Mensch am nächsten Tag lesen will und informiert sein will. Dann habe ich einen Beruf verfehlt. Das ist bei mir ist es schon immer noch, ja, auch mit der Übernächste und Überübernächste. Aber und deshalb ist für mich sozusagen die Fragen, die ich dann stelle, sind anders gedacht und anders gemünzt und haben einen anderen Inhalt auch. Nie das Tagesaktuelle, sondern wirklich eine andere Tiefe oder etwas Grundsätzliches. Mhm. Aber ein normaler Journalist muss eben wirklich für die Jetztzeit denken, weil er ja seine Leser informieren muss. Dagmar Hirschfelder ist Kunsthistorikerin und seit letztem Jahr Direktorin der Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin. Mit einer sehr vielfältigen Ausrichtung, also deutsche Tafelmalerei des Spätmittelalters, niederländische Malerei und Grafik des 17. Jahrhunderts mit dem Fokus auf Porträts, deutsche Malerei und Grafik 16. bis 19. Jahrhundert. Und in Ausstellungen und Projekten beschäftigt sie sich darüber hinaus mit Themen der Kulturgeschichte des deutschsprachigen Raums und der Kunst des 20. Jahrhunderts. Hermann Partzinger leitet seit 2008 als Präsident die Berliner Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Sein wissenschaftlicher Hintergrund ist Frühgeschichte, genauer prähistorische Archäologie. Er ist ein Spezialist für die Kultur der Skythen. 1995 wurde er Gründungsdirektor der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin, war dann Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts, führte viele hochinteressante, könnte man lange drüber reden, Ausgrabungen durch. Vielleicht noch kleine Nebenbemerkung für mich, eins der wirklich guten Bücher, die ich sehr schätze, Die Kinder des Prometheus, eine Geschichte der Menschheit vor der Erfindung der Schrift. Herzlich willkommen. Und ich begrüße Peter Seeberger. Er ist Chemiker, Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam. Ich nehme an, wir erfahren da gleich noch ein bisschen mehr drüber. Und Professor an der Universität Potsdam und der FU Berlin. Ein international gefragter Experte auf dem Gebiet der Glykobiotechnologie. Sie ahnen, das hat was mit Kohlenhydraten und Zuckern zu tun, Vielfachzuckern in dem Fall unter anderem, die wiederum mit Krankheitserregern zu tun haben. Und das sind unter anderem seine Interessen, nämlich mögliche Ansatzpunkte zu finden für die Herstellung von Impfstoffen, etwa gegen Malaria, Leishmaniose, AIDS, Milzbrand und andere. Und sein besonderes Interesse gilt da vor allem der Malaria, aber da erfahren wir vielleicht gleich noch was drüber. Es lägt natürlich nahe, jetzt erstmal Herr Linde Körbel zu Wort kommen zu lassen. Ich würde aber gerne auf den Hintergrund dessen, was wir da unten sehen, erstmal eingehen. Und das heißt auf die Geschichte des Bildes und des Gesichts eingehen. Ich habe eben gesagt, Sie sind Spezialistin für Spätmittelalter und Neuzeit. Es gibt eine historische Sammlung von Wissenschaftlerporträts. Es sind ja selten Frauen dabei, eher erstmal nur Männer. Was sagen diese Gesichter über die Menschen, über uns und wie hat sich dieses Genre entwickelt? Vielleicht können Sie uns mal einen kurzen Abriss geben, damit wir sozusagen drin sind im Thema. Ja, gerne. Kann man das schon hören? Ja, gut. Ich schicke vielleicht ganz kurz, bevor ich darauf antworte, voraus, dass ich gerade auch nochmal mit Herrn Weber in der Ausstellung war und ganz beeindruckt war und begeistert von dieser Ausstellung. Und von diesen Porträts, die einem ja sehr nahe kommen und sehr unmittelbar sind. Und als Frühneuzeitlerin, also Kunsthistorikerin und Frühneuzeitlerin, interessiert mich bei solchen Werken, die ich dann anschaue, also aus der zeitgenössischen Kunst, natürlich auch immer, was haben sie mit der Bildtradition zu tun? Was gibt es für Ansatzpunkte,
die vielleicht über die Jahrhunderte sich weitergetragen haben? Wo greifen Sie Motive auf oder Ikonografien auf, die einen viel älteren Ursprung haben? Aber wo unterlaufen Sie als Künstlerin oder Fotografin auch solche Traditionen? Was machen Sie ganz anders? Was hat vielleicht gar nichts mehr zu tun mit dem, was wir aus der frühen Neuzeit kennen? Und das ist sehr spannend, da zu gucken, wo es Verbindungen gibt. Und also, um Ihre Frage zu beantworten, das Gelehrtenbildnis hat ja eine ganz lange alte Tradition. Es beginnt im Grunde schon mit antiken Medaillen, bei denen es ganz spezifische ikonografische Muster gibt oder ganz vor allem das Profilbildnis ist ja in der antiken, bei antiken Medaillen ein immer wieder wiederholter Porträttypus, der dann auch in der frühen Neuzeit wieder aufgegriffen wird. Und also jetzt einen schnellen Abriss über das gesamte Gelehrtenporträt würde vielleicht ein bisschen weit führen, aber um mal so zu sagen, was so das Charakteristikum des Gelehrtenbildnisses der frühen Neuzeit, also in der Renaissance, griff man natürlich dann diese antike Tradition wieder auf und in der Renaissance wird ja überhaupt das Bildnis als Darstellung eines Individuums, also eines individuellen Aussehens geboren oder formiert sich da unter Rückgriff auf die Antike. Und das Bildnis in der frühen Neuzeit allgemein ist eben, das haben Sie schon angerissen, ganz spezifischen Konventionen unterworfen. Das heißt, die Künstler sind in dieser Gattung nicht so frei wie in manchen anderen Gattungen, sondern folgen einem ganz bestimmten Dekorum. Also ein Gelehrtenbildnis des 16. Jahrhunderts kann niemals so frei sein wie bei Ihnen jetzt in den Fotografien. Der Dargestellte würde zum Beispiel nicht ausgelassen lachen oder sein Gesicht verziehen, sondern die Dargestellten erscheinen in würdigem Ernst, in ernster Miene, in aufrechter Haltung, mit einer sehr repräsentativen Kleidung. Das gilt natürlich auch für das im 18. Jahrhundert dann, das kommt dann auch wieder aufs Jahrhundert an, genau. Und und hinzu kommt dann beim spezifisch Gelehrtenbildnis natürlich der ganze Apparat an Attributen, das haben Sie auch gerade schon angedeutet. Also der Gelehrte wird eben gekennzeichnet durch die Instrumente seiner Wissenschaft, beispielsweise Mikroskop, wenn in dem Moment, wo es das schon gibt, natürlich Zirkel, Globus, Bücher, ein ganz wichtiges Attribut, was natürlich in allen Gelehrtenbildnissen immer wieder vorkommt. Und es gibt neben Bildnissen natürlich auch das Genrebild des Gelehrten, das gar keinen spezifischen Gelehrten zeigt, sondern einfach den Typus des Gelehrten, vorzugsweise einen alten Mann mit Bart und einem Gesicht, das eben schon von seinem langen Leben geprägt ist, in dem man meinte, Weisheit lesen zu können. Also das ist auch ein interessanter Aspekt, dass die frühe Neuzeit ja davon ausgeht, dass das Aussehen eines Menschen auch Aufschluss über seinen Charakter gibt, auch Aufschluss über seine Tugenden, seine Eigenschaften gibt. Das knüpft an physiognomische Lehren oder die Physiognomik, die ja auch eine Lehre der Antike ist, wird in der Renaissance aufgegriffen und dann auch auf Gelehrtenbildnisse übertragen, beziehungsweise diese Bildnisse haben in der frühen Neuzeit auch immer eine Vorbildfunktion. Also ich betrachte ein Gelehrtenbildnis und frage mich als Betrachtende zugleich, welche Tugenden, welche Eigenschaften hat dieser Dargestellte? Und da gibt es auch wieder den Bogen natürlich zu den Werken von Frau Kölbel, denn wir fragen uns ja auch, was sagen diese Porträts über die Dargestellten aus, über diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie sind sie zu deuten? Und durch die Interviews haben wir natürlich Informationen über diese Bildnisse und tragen das an die Gesichter heran, fragen uns also ganz unwillkürlich,
kann ich in diesen Gesichtern die Profession erkennen, kann ich den Intellekt erkennen, den Geist, was natürlich eine alte Vorstellung ist, die letztlich auch überholt ist und trotzdem ist es etwas, was uns immer noch bewegt. Kann man, Herr Lende? Du hast oft genug Leute porträtiert. Naja, ich würde es noch mal kurz was anfügen. Natürlich waren die gelehrten Porträts immer in dieser Weise. Aber es kommt noch dazu, etwas neben der Tradition, wollten die Wissenschaftler sich auch so darstellen. Es sind also zwei Punkte, nicht nur die Tradition, auch das eigene, dass man etwas Besonderes ist, dass der Gelehrte ist, dass man Abstand hat zur Bevölkerung, zur Masse und so weiter. Also das war schon auch das Denken der Gelehrten. Und das hat sich relativ übrigens auch lang gehalten. Und also in dem Fall, muss ich dazu sagen, habe ich mich überhaupt nicht darum geschert, muss ich wirklich sagen, was bisher war oder nicht war, sondern da gehe ich also wirklich immer davon aus, was ich machen will oder wie ich sehen will. Da bin ich ganz radikal und gucke gar nicht, ganz bewusst nicht, was war, sondern was will ich machen oder wie will ich es machen, was halte ich für richtig. Und in dem Falle war es wirklich für mich ein Anliegen, eigentlich die Gelehrten, was heißt die Gelehrten, die Wissenschaftler, anders zu zeigen. Das heißt, also ich habe sie anders empfunden, so muss ich dazu sagen. Dadurch, durch diese Gespräche, die ich mit ihnen geführt habe, auch, und wie ich sie geführt habe, welche Fragen, da sind die auch ganz anders aufgetaucht sozusagen und sind lebendiger geworden. Und dann kommt noch etwas dazu, diese Art, nicht durch diese Beigaben, die man früher hatte, sondern ich wollte eigentlich das Individuum, also das Gesicht und was machen sie, in einem Porträt haben, also auf eine ganz andere Weise als früher und hatte sie eben dann gebeten, das auf die Hand zu schreiben. Und das, muss ich sagen, hat mich ein bisschen auch überrascht, also positiv überrascht, dass jeder das gerne gemacht hat und aufgenommen hat. Und da ist etwas zustande gekommen, dass sie lebendig geworden sind. Also wenn man so durch die ganzen Porträts durchgeht, sieht man ja, dass sie anfangen zu spielen. Am Anfang waren sie noch etwas steif und dann fangen sie an wie Paul Nurs da oben und der andere macht so und der andere macht so. Das heißt also, es ist etwas in ihrem Körper und in ihrem Denken ist etwas lebendiger geworden, so wie ich auch die Wissenschaftler sehe oder Wissenschaftlerinnen sehe, dass sie eben aus diesem Elfenbeinturm, dass die Zeit vorbei ist einfach, sondern eine andere Kommunikation entstehen muss oder ist. Sie heben die Distanz sehr stark auf in Ihren Bildnissen, ne? Also es kommt sehr nah an uns heran. Und was ja was ganz anderes ist als im frühneuzeitlichen Gelehrtenbildnis, wo auch letztlich die Rolle und der Status der Dargestellten oder andersrum, das Individuum tritt eigentlich hinter die Rolle und den Status zurück. Und an ein Gelehrtenbildnis wird auch immer eine Erwartungshaltung in dieser Zeit herangetragen, dass dieser Stellvertreter zu sein. Stellvertreter, dass er bestimmte Tugenden selbstverständlich repräsentiert und mit diesen Tugenden sich der Betrachter oder die Betrachterin wiederum identifiziert und die eigenen Tugenden oder Qualitäten und Eigenschaften damit abgleicht. Aber auch die Idee mit der Hand, das ist ja bei Ihnen was ganz Besonderes, das fand ich auch besonders spannend, weil durch diese Botschaft, die in der Hand steht, oder Sie schreiben, die WissenschaftlerInnen haben ein Merkmal ihrer Profession, ein Zeichen oder einen Satz in ihre Hand geschrieben und damit geben sie ja im Grunde unmittelbar auch einen Deutungshinweis für das Porträt. Das heißt, wir werden auch, wenn ich als Betrachterin, werde ich dazu aufgefordert, dieses Bildnis zu deuten mit der Deutungsanleitung, die da in der Hand steht. Also es ist jedenfalls eine Sichtweise. Und das finde ich auch so interessant mit Blick auf die frühe Neuzeit, denn das Handlesen, die Chiromantie, wird ja ganz lange auch als Wissenschaft gesehen. Ne? Also Paracelsus zum Beispiel, Arzt des 16. Jahrhunderts, in seiner Heilkunde schreibt das fest, dass im Äußeren des Menschen oder das Äußere des Menschen Rückschlüsse auf den gesundheitlichen Zustand ermöglicht, auf die, also ja im Grunde ein Kausalverhältnis von Leib und Seele. Anhand des Leibes kann ich Rückschlüsse auf das Innere einer Person schließen und
Das heißt, im Grunde, auch wenn Sie selber sagen, dass Sie das eigentlich nicht interessiert, diese Tradition, trotzdem spielen in solchen heutigen Bildnissen und Fotografien unter Umständen Aspekte mit und eine Rolle, die schon eine jahrhundertealte Tradition haben, ne? Und Ideen ja, verknüpfen. Ja, es ist etwas, also was ich selber am Anfang selber noch nicht so mir bewusst war, natürlich ist die Hand etwas ganz Entscheidendes und man kann Lebenslinien lesen und man kann eine Menge aus der Hand lesen. Ja. Ob man aber, das kann, aber es, früher dachte man tatsächlich, dass es wissenschaftlich was, so ist. Was mir dann aufgefallen ist, nachdem ich nicht gesagt habe, wie sie es machen sollen, hat jeder dann die Hand ganz anders gehalten. Also zum Beispiel Helmut Schwarz hat die Finger so leicht gebogen, so ganz zart, so rein. Daniel Tschechmann macht so fast wie beim Militär. Also jeder hat dann in den Fingern eine völlig was Eigenes. Also das heißt, man sieht in der Handhaltung einen Teil der Persönlichkeit neben dem Gesicht, aber durch die, wie jeder das hält, hinhält, Finger geschlossen, Finger auf, etc. Sie erzählt man nochmal, also neben dem Gesicht, man sieht durch die Schrift, was sie geschrieben hat, ihr Denken und da nochmal zusätzlich etwas über ihre Persönlichkeit, über ihren Charakter. Herr Seber, wie war das für Sie? Wie hat es begonnen? Wie hat es sich entwickelt? Und was wollten Sie sagen? Ja, ich war Versuchskaninchen, ich war der Erste, der überhaupt dran war. Das heißt, als das Ganze losging, gab es da keine Prior Art. Also ich war der Erste in dem Falle. Jetzt darf ich dazu sagen, dass ich an sowas eigentlich sonst nicht teilnehme. Ne? Jetzt ruft die Frau Köbel an, die kennt man dann schon. Die hat schon andere Leute fotografiert, von denen ich auch schon was gehört hatte. Ich dachte, naja, das machst du jetzt mal mit. Gell? Und dann sagte ich, ich soll auf meine Hand was draufschreiben. Dachte mir, naja, jetzt wird es ein bisschen putzig, gell? Aber Mai, jetzt sind wir schon dabei. Ich habe es dann abends meiner Familie erzählt, heute war jemand da, die wollte über die Hand was draufschreiben oder so hinhalt. Also, naja, gell? Dann was rauskam, war gut. Ich habe was Tolles draufgeschrieben. Ja, toll, ich fand es halt toll, gell? Aber ich bin ja Chemiker und als Chemiker kann man halt sehr schwer nur darstellen, was wir eigentlich machen. Wenn Sie an Chemikerinnen oder Chemiker denken, was denken Sie? Ich alter weißer Mann mit ein paar Haaren wegstehen, es hat gerade gekracht, es explodiert, es stinkt und raucht, oder? Das ist doch das Normale. Das machen wir aber gar nicht bei mir im Labor. Gell? Deswegen. Also ich habe im Labor fotografiert. Oh, Entschuldigung. Ich war ja noch im Labor und da habe ich gesehen, wie Pappkartons zusammengeklebt wurden und weiß nicht, was alles improvisiert war. Ich sagte, ja, wir kochen hier wirklich. Also das war schon auch. Nicht so steril, es ist schon steril, aber doch. Nee, es ist nicht steril, es ist nicht steril, ja. Aber es kracht und raucht nicht so häufig, also es explodiert nur selten. Das heißt, was ich darstellen wollte, war ein Molekül auf meiner Hand. Das Molekül ist ein Zucker. Wenn Sie an Zucker denken, denken Sie an Tee und Kaffee. Und das ist eigentlich mein Arbeitsgebiet. Ich arbeite an Zuckern, die auf 80% der Biomasse ausmachen. Die Bäume draußen aus Zucker, aber unsere Zelloberflächen sind auch von Zuckern umgeben. Und da gibt es eben Zucker, die sind auf unseren Zellen und auf unseren gesunden Zellen, auch auf unseren Krebszellen. Inzwischen haben wir Firmen gegründet, die Krebstherapien basierend auf Zuckern entwickeln, die gegen Krankenhauskeime arbeiten, aber ursprünglich haben wir an Malaria gearbeitet. Und das Molekül an meiner Hand ist der Zucker, der auf den Malaria-Parasiten drauf ist. Und normalerweise sehen Sie diese Moleküle ja nicht. Die sind so winzig klein, dass wir die nicht bildgebend darstellen können. Also haben wir das bildgebend bei Frau Köbel dargestellt und damit eben kein Instrument dargestellt wie früher, sondern eigentlich unser Forschungsobjekt. Und das finde ich interessant, dass Sie das sagen, weil ich sehe ja nicht das Forschungsobjekt. Ich sehe Ihre Hand mit was drauf, was, wenn ich jetzt nicht Chemiker bin, ich sowieso nicht verstehe. Das heißt, Sie versuchen was zu kommunizieren, was Sie machen in dem Bild, von dem ich wahrscheinlich als Laie ohnehin Schwierigkeiten hätte, es zu verstehen. Und machen das mit Hilfe einer Formel, die ich auch nicht verstehe, die aber nicht die Sache selber ist. Aber ich denke, Sie können aus dem Bild die meisten von Ihnen nachher anschauen, wenn Sie sagen, na gut, ist ein Chemiker, weil eine Formel draufsteht. Ich denke, und damit ist eigentlich schon genügend kommuniziert von unserer Seite aus. Wir nehmen nicht an, dass das, was wir wirklich machen, im letzten Detail verstanden wird. Wenn jetzt hier heute Abend jemand mit nach Hause nimmt, da war irgendein Zuckerchemiker da, dann ist das wahrscheinlich schon Kommunikation genug.
Aber es ist auch so, also was bei Herrn Seeberger drauf ist, wenn Sie es unten nochmal in der Ausstellung anschauen, das sieht, also ist grafisch wahnsinnig schön, also geht von da oben los, geht bis hier runter. Also es hat schon eine eigene Schönheit. Und wenn wir schon über Kommunikation sprechen, ich habe vor unserem Termin hatte ich einen Vortrag von Herrn Seeberger gehört. Und da sind wir in der Art, wie jemand kommuniziert, ist etwas Entscheidendes. Viele Wissenschaftler kommunizieren in einer Weise, dass sie einen Vortrag halten, dass man, obwohl man nicht gerade blöd ist, haben das Gefühl, ich verstehe Bahnhof. Oder naja, der hat halt was gesagt, ich verstehe nichts. Ich immer wieder das Gefühl, ich verstehe nichts. Aber, und das ist diese andere Kommunikation, diese bildliche Kommunikation. Bei diesem Vortrag hat Herr Seeberger Zucker aufgeschichtet. Der Vortrag ist mir heute noch in Erinnerung, obwohl er jetzt schon, weiß nicht, wie viele Jahre, ziemlich lange, etliche Jahre her ist, aber in der Art, wie er kommuniziert hat, wie er seinen Zucker sozusagen bildlich dargestellt hat und das sein Interesse oder für was er Zucker verwendet und was sein Ziel ist, hatte dieser Vortrag Spuren hinterlassen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe zumindest etliches oder vieles verstanden. Und das ist der Unterschied. Ich kann etwas völlig abstrakt mitteilen oder sagen von dem, was ich tue, oder ich kann es erzählen, dass es eben verstanden wird. Und das ist für mich etwas, wo ich in den Interviews oder überhaupt in dieser Arbeit über die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesehen habe, dass da ein großes Defizit ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler anders kommunizieren sollten über das oder was sie tun, so erzählen, dass man etwas versteht, dass die Gesellschaft versteht, was sie tun. Hermann Partzinger, wie war das bei Ihnen? Sie sind ja einer der wenigen Geisteswissenschaftler. Da müssen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, weil wir haben ja fast ausschließlich Naturwissenschaftlerinnen auf den Bildern. Es gibt Leute, die würden wahrscheinlich sagen, was Sie machen, ja, das ist so Grenze zwischen empirischen Wissenschaften und Geisteswissenschaften. Ich bin mal so frech und nord es mal bei den Geisteswissenschaften ein. Wie war die Entwicklung bei Ihnen? Was wollten Sie sagen? Haben Sie das Gefühl, Sie haben es gesagt auf dem Bild? Also, während Herr Seeberger der Erste war, war ich, glaube ich, einer der Letzten oder sogar der Letzte. Und in der Tat, das ist ja ein Projekt nur mit Naturwissenschaftlern, die Archäologie also steht in der Tat an der Grenze zwischen Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, ohne den Einbezug von Naturwissenschaften, ganz unterschiedliche Disziplinen, könnten wir die Vergangenheit, die schriftlose Vergangenheit überhaupt nicht mehr rekonstruieren. Also wir sind extrem davon abhängig. Und das ist mal das eine. Es war ja 2006 war das Jahr der Geisteswissenschaften und der Konstanzer Philosoph kann mich erinnern, Jürgen Mittelstraß hat im Tagesspiegel ein großes, ganzheitliches Interview gegeben und gesagt, und er nannte dabei, und wir kannten uns damals noch gar nicht, die Archäologie ist die Geisteswissenschaft, die am stärksten von den Naturwissenschaften geprägt wird und mit den Naturwissenschaften zusammenarbeitet. Und die mit Analysen und so weiter, ja, das geht bis ins späte 19. Jahrhundert zurück. Also da ist schon was dran. Ich würde uns dennoch in den Geisteswissenschaften verorten, wenngleich die Urgeschichte zum Beispiel in Tübingen die geowissenschaftliche Fakultät ist. Aber in der Regel ist schon klar, es ist eine Geisteswissenschaft. Bei mir war es auch so, ich war ein bisschen überrascht, plötzlich jetzt was auf die Hand zu zeichnen und eine Formel ist in der Archäologie schlecht und mein Thema war Stratigraphie. Das ist ja die zeitliche Ordnung von Material, von dem Müll der Geschichte, sagen wir es mal etwas übertrieben, aber das sind ja Dinge, die nur teilweise sozusagen intentionell irgendwo niedergelegt sind, sondern wenn Sie in die Siedlung graben, vor allem Tellsiedlungen, mehrschichtig, die wie ein Buch sozusagen die Geschichte aufblättern lassen, rekonstruieren, ist die zeitliche Ordnung des Fundmaterials, dann sozusagen die einzelnen Schichten absolut datieren und dann schauen, was ist da für Fundmaterial, für Architektur, was sagt es über die Gesellschaft, bis hin dann zu naturwissenschaftlichen Untersuchungen, die über die Vegetation, über Klima, Wirtschaftsweise und Aussagen zulassen. Also das ist die Basis unseres Tuns. Und ich habe dann hier auf die Hand so einen Tell mit Schichten und gezeigten Stratigraphie. Ich habe aber nicht bedacht, ich muss die Hand hochhalten und ich kann sie natürlich nicht so hochhalten, sondern ich musste ganz eng vor das Gesicht. Und deshalb ist vielleicht, wenn Sie es nach dieser Geschichte sich nochmal anschauen, so ein bisschen etwas verkrampft. Es ist auch um 90 Grad gedreht, aber das war für mich der entscheidende Punkt eigentlich, der die Archäologie ausmacht. Und es ist natürlich so, Herr Partzinger ist tatsächlich der einzige Geisteswissenschaftler in dem Sinne, der in dem Buch ist. Und zwar, es war eine bewusste Entscheidung. Ich wollte sozusagen das, was heute im Laufe dieser Jahrhunderte erforscht wurde,
wollte ich verbinden mit den frühen Experimenten. Das heißt also, so wie Herr Patzinger sagte, eben die Menschheit immer, hat immer versucht, ihre Lebensumstände zu verbessern. Das heißt, früher war immer Try and Error, also das machen sie heute auch noch, aber immer so dann etwas ausprobiert, dass es verbessert wird. Das heißt, früher war es einfach ausprobieren, dass es besser wird, dass man die Lebensumstände plötzlich besser hat oder besser lebt oder Lebensmittel haltbarer machen kann und so weiter. Wann ist es dann sozusagen, wann waren die wichtigsten Schritte sozusagen in der Menschheit, wo es dann, es war noch keine Forschung, aber wichtige Schritte in der Entwicklung, das hat mich interessiert, die dann eben sozusagen an in Forschung übergehen. Das heißt also, diese Vergangenheit und die Forschung jetzt hat eine Verbindung. Und diese Verbindung wollte ich durch die Philosophie und das, die Erfahrung von Herrn Patzinger sozusagen verbinden und aufzeichnen. Das war der Grund, warum Herr Patzinger eine besondere Rolle spielt hier. Ich habe mich natürlich gefreut und nicht Nein gesagt, wie Sie sich denken können. Aber ich glaube, die anderen Kolleginnen und Kollegen aus Naturwissenschaften haben über ihre Experimente berichtet, wie sie die Forschung darauf voranbringen. Und ich habe über Experimente, die vor tausenden von Jahren Menschen gemacht haben, um sozusagen weiterzukommen, über die berichtet. Das ist vielleicht die Gemeinsamkeit und gleichzeitig der Unterschied auch. Ja. Und ich muss auch sagen, ich meine, die Gelehrtenporträts, es gibt ja, ich bin ja im Orden Pulamritt für Wissenschaften und Künste, und da gibt es auch von den frühen, im Mitte und des späten 19. Jahrhunderts hat man die alle malen lassen, die Mitglieder. Das ist ein Habitus. Ne? Da sind auch keine Attribute dabei, die sehen vollkommen gleich aus. Ob das Menzel ist oder Max Planck oder so, die sind gemalt worden, im Umhang der Orden und so, vollkommen gleichartig. Und hier haben sie eine ganz interessante Art des Attributs, was man sozusagen, was, und das ist ja, wir haben ja schon andere Fotos zusammen gemacht, sie ist ja eine Entlockerin. Ja? Sie ist eine Entlockerin. Denn genau da löst sie ein, macht einen locker. Und wenn Sie sich diese Bilder anschauen, es kommt so viel Persönlichkeit in diesen Gesichtern raus. So sympathisch auch, so lebendig. Und das ist so wichtig, weil Wissenschaft ist nichts Langweiliges, Graues und ewige Versuchsreihen, sondern das sind Leute, die haben unglaublich viel drauf, die wollen unser Leben verbessern. Und das sind junge, ältere, aber ne, also das, ich finde, das ist so, das macht so toll. Und wie Sie auch gesagt haben, es ist ja enorm wichtig, dass wir, egal welche Wissenschaft, dass wir das, was wir erforschen, irgendwo auch Wissenschaftskommunikation wird überall ganz groß geschrieben, dass wir die Ergebnisse auch in die Gesellschaft transportieren. Ja, warum machen wir das Ganze? Warum gräbt man jahrelang so ein Tell aus? Ja? Und das in wenigen Sätzen auch sagen zu können. Und in meinem Fach ist es schon so, in der Archäologie, dass viele Kollegen, die schreiben ihre Kataloge, dicke Publikationen, die eine Auflage von 200 Stück haben, höchstens, ja, die nur von Bibliotheken gekauft werden. Aber sozusagen, was ist der Kern der Sache? Da fehlt es dann meistens. Und wo wir so spannende Geschichten zu erzählen haben. Ne? Es gibt andere, Harald Meller sitzt ja hier, die machen genau diesen Wink noch einmal. Und das ist wichtig. Und das ist natürlich was für alle Wissenschaften. Und das haben sie mit diesen Bildern, glaube ich, und mit den Interviews super erreicht. Das ist eine tolle Werbung für die Wissenschaft. Und für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja, aber ich fand auch, wie gesagt, man sagt immer, die Wissenschaftler sind so trocken. Ich muss aber dem widersprechen. Ich habe es anders erlebt. Also ich habe fantastische Gespräche erlebt, sehr lebendige Menschen, sehr verrückte Menschen auch natürlich, auch dazwischen. Ich glaube, sie würden den Nobelpreis nie kriegen, wenn sie nicht in irgendeiner Weise verrückt sind in dem, was sie tun. Also diese Art Leidenschaft, die sie haben, müssen sie ein bisschen immer mehr sein. Oder wie jemand, ein anderer Wissenschaftler sagte, wenn man das nicht ist, dann sind sie eben der Fußgängerwissenschaftler. Also das meine ich eben. Das ist, ich hatte wahnsinnig viel Freude und auch wahnsinnig viel gelernt in diesen Gesprächen, und ich habe die Wissenschaftler anders erlebt. Und wenn die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen es fertig kriegen würden, dass es eben ihre Sache spannend zu erzählen oder auch so, dass die Faszination übergeht, also so wie sie auch auf mich übergegangen ist, dann würde das eine andere Funktion haben in der Gesellschaft. Oder wie eine Wissenschaftlerin sagte, wir haben sogar die Verantwortung, dass wir das tun müssen, unsere Sachen, unsere Forschung rechtzeitig sozusagen in die Gesellschaft zu bringen, dass die Gesellschaft weiß, was wir tun, und sozusagen im Ernstfall was auch dagegen was unternehmen könnten. Oder jedenfalls, dass sie wissen, was eigentlich ansteht, was kommt. Wie hat sich das Gespräch, also das Interview, wie ich es nenne, wie hat sich das für Sie
entwickelt? Also haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie durch das Gespräch und auch durch das Fotografieren besser kommuniziert haben oder anders kommuniziert haben als sonst über das, was Sie machen? Besser kann ich schlecht einschätzen, das ist dann der Betrachter überlassen, aber zierlich anders. Also ich habe auch schon ein paar Interviews gemacht und auch 45 Minuten Dokumentation über meine Arbeit im Fernsehen und es ist oftmals ein Schema, dem das Ganze folgt. Und das war bei der Frau Köbel nicht der Fall. Es war auf jeden Fall anders. Und es war auch unklar, ob das jemals rauskommt, weil ich, wie gesagt, der Erste war. Und dann das Bild von Ihnen, darf ich zugeben, das war relativ frühzeitig schon im Wohnzimmer meiner Eltern gehangen, bevor es das Buch noch gab. Von daher haben wir schon was draus gehabt. Aber es war anders und es war gut. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Und ich glaube, das hat auch gewisse Zeichen gesetzt, Ihr Buch, auch für andere Leute. Also das wird sicherlich Nachahmer finden und von daher finde ich das gut. Wenn wir uns aber die Kommunikation anschauen, dann folgt die in den Wissenschaften oftmals auch gewissen Schemata. Es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, wenn Sie im Fernsehen schauen oder auch anderweitig, dann werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf eine gewisse Art porträtiert und sollen es auch gewissermaßen rüberbringen. Und ich glaube, was Sie geschafft haben, ist eine andere Art, das rüberzubringen, auch visuell, auch durch Interviews und ich glaube, davon können andere Leute lernen und ich glaube, das ist wahrscheinlich am Schluss vielleicht sogar das Wichtigste, was dabei rauskommt, dass es eben nachhaltig andere Leute beeinflusst. Können Sie das noch mal ein bisschen besser beschreiben, was das andere da ist? Ja, ich bin ja Chemiker und kein Geisteswissenschaftler, deswegen ist mit der Beschreibung ja schwierig bei mir, aber ich denke, es gibt sehr viele Reporterinnen und Reporter, die halt auch schnell ihre Seiten füllen müssen. Ja, also ich habe es vorhin gesagt gehabt, es muss am nächsten Tag was drinstehen und wenn wir Publikationen haben in Nature oder in Science, dann muss ja irgendwas da drinstehen dazu. Und es soll dann oftmals auch wissenschaftlich sehr tief gehen und dann gibt es wieder andere Sachen, ich war auch schon in der Bild-Zeitung, zum Glück ohne jemanden umbringen zu müssen, aber da steht dann da die Wundermaschine, die HIV besiegt oder so, oftmals stark übertrieben, kommen uns auch nicht so entgegen. Also wir sehen das komplette Programm. Und ich denke, das Buch und die Interviews und die Bilder, die haben natürlich lange Zeit gehabt. Die Interviews waren lange vorher, Jahre vorher. Und die kann man sich heute noch anschauen und sagt, na gut, unsere Wissenschaft ist fortgeschritten, aber die Essenz dessen, was wir tun, was ich genau zumindest für mich selber sprechend, ist ja immer noch eingefangen. Und das finde ich das Wichtige. Ich glaube, Sie haben es am Anfang gesagt, Sie wollen immer auf lange Zeit wirken. Ja, und ich denke ja auch noch etwas, auch wenn man das Interview mit Herrn Seber gelesen, obwohl er der Erste war, aber um was es mir auch ging, man begreift etwas von der Person Seeberger. Man begreift, warum er das macht, man begreift, warum er so besessen ist. Man begreift etwas, warum er das tut und wie er es tut, oder auch bei Herrn Patzinger, warum er sozusagen wild drauf ist, in der Erde etwas zu finden und so weiter. Man begreift etwas und dieses Begreifen, wie sie es tun und warum sie es tun und nicht nur, dass sie etwas tun. Ich glaube, das ist etwas, was dann eben das Ganze spannender macht und interessanter macht. Und dass man eine Persönlichkeit vor sich hat und nicht nur irgendwas trockenes Ergebnis von der Wissenschaft. Wenn ich da aus Rezipientensicht sozusagen dieses Kataloges noch kurz was zu sagen darf, ich glaube, das ist genau das, was Sie sagen, dass es eben nicht nur darum geht, nicht nur um die Profession der dargestellten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht, nicht nur darum, was sie tun, womit sie sich befassen, sondern sie haben ja sehr persönliche Fragen gestellt. Sie haben ja wirklich gefragt, was treibt sie an, wie sind sie da hingekommen, was waren die Herausforderungen, was waren Tiefpunkte. Und an ganz vielen Stellen, also ich habe mir sehr viele angeschaut von diesen Interviews und Biografien und die gelesen und man kommt da auf eine sehr persönliche Weise diesen Menschen, die dahinter stehen, nahe. Und das, glaube ich, ist ein ganz großer Reiz, weil das ja auch immer eine Frage ist, denke ich auch, die sich ein Publikum auch stellt. Wer steht hinter diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Was sind das eigentlich für Menschen? Warum machen die das? Welche Motivation haben sie? Wie denken sie? Wie fühlen sie? Und es sind ja auch einfach viele Ausnahmemenschen, die eine ganz hohe Begabung haben und
unter Umständen auch ein ganz anderes Gefühlsleben als vielleicht andere Menschen. Davon abgesehen, dass jeder Mensch ein sehr individuelles Gefühlsleben natürlich hat. Aber das ist, glaube ich, was die Faszination auch sehr ausmacht von diesen Interviews. Aber das ist ja eine interessante Aussage, weil Sie ja zwischen den Zeilen sagen, im Grunde genommen muss ich das Bild mit der Hand, auch das ist ja schon mindestens mal eine doppelte Kommunikation, das muss ich zusammenbringen mit den Interviews, was ja nochmal eine andere Form von Kommunikation ist und sicher eine, die mehr Zeit erfordert, also nicht nur das Interview zu machen, du machst ja oft sehr lange Interviews, sondern auch es zu lesen, da brauche ich also, selbst wenn ich schnell lese, das sind ja interessante, gute, nicht so ganz sofort eingängige Interviews zum Teil, da brauche ich 10 Minuten, eine Viertelstunde. Die wenigsten Leute werden in der Ausstellung wirklich vor einem Bild eine Viertelstunde lang stehen und sich das angucken. Also Sie sagen zwischen den Zeilen, es ist eigentlich eine Kombination zwischen diesen verschiedenen Kommunikationsformen, was dir möglicherweise als Fotografin gar nicht so gefällt. Nein, ich muss dazu sagen, mein allererstes Buch, das war das Deutsche Wohnzimmer. Und in dem Wohnzimmerbuch kann man eigentlich schon ganz viel von meinem ganz späteren Werk lesen. Es sind eigentlich fast alle Elemente schon drin. Ich habe also erstmal durch die ganze Gesellschaft, dann ich habe keine Anordnung gegeben, was wie jemand stellen, sich hinsetzen soll oder was er mit der Hand tun soll. Also immer die eigene Darstellung, das war mir auch hier so wichtig immer. Das sieht man, dann sieht man natürlich die Zimmer etc. Aber ich hätte mich ja auch damit zufrieden geben können. Schon beim ersten Mal wollte ich mehr. Und zwar, da sind schon, ich habe sie immer schon nach ihrer Lebensphilosophie und Wohnphilosophie gefragt. Ich habe sie also schon da Text dazu gemacht, weil mich nicht nur das Visuelle und die Körpersprache, die ganz wichtig ist für mich, interessiert hat, sondern wie denken Menschen. Mich fasziniert wirklich, wie denken Menschen. Was ist hinter ihnen? Was treibt sie an? Warum tun sie das? Von Anfang an. Und da ist schon das drin, was dann in einer sehr, sehr viel erweiterter Form dann eben dann später in den langen Interviews eben dabei ist, eben dieses der Geist, und der Körper. Also dass das bei mir in meiner Arbeit immer eine Art Einheit wird. Aber da sind wir ja auch wieder an einem sehr interessanten Punkt, dass die Komplexität zum Beispiel ihrer Forschung, dass die einfach weder unmittelbar sichtbar ist, noch direkt, also Bildzeitung, 3 Zeilen, mitteilbar ist. Sondern diese Komplexität, die muss ich erstmal mir selber auch erarbeiten, die muss ich darstellen. Und im Grunde genommen sagst du ja auch, das kann man in einem einzelnen Bild, in Klammern, wir leben in einer Zeit mit einzelnen Bildern, siehe Internet, Klammer zu, kann man das gar nicht machen. Also man kann es gar nicht so in einem Bild darstellen, diese Komplexität. Es ist, ich würde es ein bisschen einschränken, diese Aussage, dass man es nicht in einem Einzelbild machen kann. In dem Fall habe ich natürlich jetzt den Geist, die Forschung, den Beruf und die Individualität in einem Bild tatsächlich zusammengebracht. Aber zum Beispiel bei den jüdischen Porträts, ich sage das erst nochmal, wenn man da die Gesichter sieht dann, und die Gesichter einfach nur anschaut, das ist ein Einzelbild, dann sieht man in diesen Gesichtern, in den Augen so viel gelebtes Leben, man sieht Tragödie, obwohl sie noch nicht davon reden, aber man sieht es oder spürt es in den Bildern. Das heißt also, ich glaube, wenn es mir gelingt, oder ein Porträt zu machen, wo ich das sichtbar machen kann, was das Leben oder wie das Leben sie gezeichnet hat, dann bleibt es als Einzelbild tatsächlich stark. Aber es ist natürlich was anderes, es ist ein Porträt und nicht mal schnell jemand fotografiert. Ich mache einen Unterschied zwischen einem Porträt und mal abfotografiert. Man kann sich natürlich auch, man kann sich da natürlich auch fragen, weil Sie das jetzt sagen, in Ihren Porträts sieht man gelebtes Leben. Jetzt bei der Faszination Wissenschaft habe ich mich auch immer gefragt, was sind eigentlich die Zuschreibungen, die wir selber vornehmen, wenn wir lesen, das ist das, was Sie eben gesagt haben, Herr Skobel, ne? Wir lesen das Interview oder wir lesen den Text, erfahren dadurch etwas über die Person und das tragen wir dann wieder an die Porträts heran, das deuten wir da wieder rein. Wie wäre es, wenn wir jetzt nur das Bildnis haben? Das ist ja eine interessante Frage.
an Gesichtern, automatisch deuten wir Gesichter, wir kategorisieren Gesichter nach Alter, Geschlecht, Schönheit, Hautfarbe und so weiter, immerzu unwillkürlich. Wenn wir viele Informationen haben, wie jetzt in diesem Fall, dann gleichen wir die Informationen ja automatisch ab mit diesen Gesichtern und interpretieren vielleicht auch etwas in sie hinein. Also können wir den Gesichtern ansehen, das ist jemand mit besonderen geistigen Fähigkeiten, mit Intellekt, oder ist das was, was wir reindeuten, und funktioniert das auch umgekehrt? Also solche Fragen. Erst sehen Sie nur das Bild und ja, dann lesen Sie erst den Text. Das heißt also, aber schon das Zeichen auf der Hand gibt mir schon einen ersten Hinweis, dass es zum Beispiel sich um einen Chemiker handelt, und sofort setzt sich quasi setzen sich die gedanklichen Assoziationen in Bewegung und beginne ich mit einer Deutung und Interpretation des Bildes. Und also das finde ich interessant, die Frage, wie deuten wir eigentlich Gesichter? Das ist ja was in Ihrem Werk immer wieder auch als Frage sich einfach stellt. Ich will das gar nicht beantworten, das kann man natürlich auf ganz viele Weisen beantworten, aber es ist was diese, gerade durch diese Unmittelbarkeit, Ihre Porträts immer aufrufen, aus meiner Sicht. Also ich glaube, dass die Porträts ganz wichtig sind, und ich kann mich an das Gespräch noch erinnern, wir haben es nicht gleich am Anfang gemacht, aber dann relativ bald, und während man zuerst im Gespräch natürlich hochkonzentriert ist, so die Augenbrauen zusammengezogen, wird man entspannt danach. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, und ich habe natürlich nicht das ganze Buch gelesen, aber viele Interviews, vor allem von Leuten, die ich kannte, und das ist schon, es wird nicht zu stark vereinfacht, die hochkomplizierte Materie wird ganz gut erklärt. Wird ganz gut erklärt, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dafür so eine gewisse Lockerheit hat. Und das ist irgendwie was ganz entscheidend ist. Und für mich, die Leute, die ich kannte, Hannes-Dann Vollhardt oder Helmut Schwarz oder Anton Zeilinger und so, die ich wirklich viele Jahre aus anderen Kontexten kenne, und ich habe die Interviews gelesen, und das waren nochmal, ich dachte, ich kenne die, das waren nochmal Facetten, die diesen Menschen, für mich das Bild von den Menschen, unglaublich gut komplettiert haben. Und das spricht dafür, und das finde ich das Tolle eigentlich, dass Sie natürlich nicht nur eine tolle Fotografin sind, sondern über die Fotografie, und die Arbeit ist ja immer nicht so klar getrennt. Es gibt eine Frage, und gleichzeitig fotografieren Sie ja ständig und gucken einen so an, und jetzt lachen Sie doch mal und so, jedenfalls bei mir hat sie das immer gesagt. Und, ne, und da entsteht eine ganz andere Gesprächsatmosphäre, die so ein, fast so eine Art, ich will das nicht übertreiben, aber so einen ganzheitlichen Menschen irgendwo. Also ich habe wirklich von denen, die ich kannte, wo ich es gelesen habe, wirklich da noch mal ein Gesamtbild jetzt, das Gefühl. Du wolltest was sagen? Nee, ich dachte, du wolltest was sagen. Nein. Was kann man denn für die Kommunikation von Wissenschaft daraus lernen? Weil offensichtlich ist ja hier was gelungen. Das sagen wir ja alle. Und ich glaube, das gilt auch für andere Projekte von dir. Da ist was gelungen. Und offensichtlich ist da auch was gelungen in der Kommunikation. Und ich glaube, ich muss Ihnen nicht erzählen, dass, sagen wir mal vorsichtig, in den letzten 2-3 Jahren Wissenschaftskommunikation sehr oft in die Hose gegangen ist. Während der Corona-Pandemie wurde überhaupt nicht verstanden, dass Wissenschaftler ihre Meinungen ändern können. Das gehört offensichtlich gar nicht zur Wissenschaft, weil die Wissenschaft sagt die Wahrheit, und die Wahrheit steht sozusagen ewig fest, und da kann man sich nicht irren und das morgen revidieren, was man gestern gesagt hat. Also da ist offensichtlich sehr viel vorher, würde ich behaupten, schiefgegangen in der Kommunikation über Wissenschaft, und hier ist es gelungen. Was ist gelungen, was ist vorher schiefgegangen? Also das wäre natürlich nochmal interessant zu hören, was Sie beide dazu sagen, das würde mich interessieren. Aber ich glaube, es ist etwas gewesen, wie ich das Projekt, an dem ich Projekt gearbeitet habe, war Wissenschaft in der Gesellschaft kein Thema. Existierte nicht, sondern die Welt hat sich nicht dafür in die Wissenschaft interessiert. In der Pandemie plötzlich war die Wissenschaft overpräsent sozusagen. Und man hat ganz viel in der Zeit auch gesehen, und zwar einmal, man hat eigentlich live erlebt, was sonst in vielen Jahren passiert. Forschungsergebnisse können ein Jahr, 5 Jahre, 60 oder 100 Jahre stehen, absolut. Und dann kommt der nächste und bricht es wieder durch. Aber in dem Falle war das ein stetiger Prozess, den das Publikum mitgekriegt hat. Und man hat, das ist die eine Geschichte, also live. Die zweite Geschichte hat man aber genauso gesehen, wie die
wie die Rivalität in der Wissenschaft war, die war sowas von offensichtlich. Das war für mich auch spannend und für mich noch auch zu sehen, nachdem ich ja nun so viele Wissenschaftler inzwischen gesehen und gehört hatte und kannte, allein schon in der Art, wie jemand sich von den Wissenschaftlern präsentiert hat, konnte man sehen, der ist neidisch auf den. Also das war für mich etwas Spezielles. Also die Rivalität in der Wissenschaft, das wusste ich vorher auch nicht, die ist groß. Herr Linde, du hast ja Politiker, anderes Thema, aber würdest du sagen, ist größer als bei Politikern? Nein, also Wissenschaft ist noch was Eigenes. Also die Rivalität bei den Politikern ist groß, aber die arbeiten mit brutalen Methoden, Politiker. Also da würde ich sagen... Wissenschaftler nicht? Anders. Ich würde sagen, ja. Subtiler würden die arbeiten. Also ich würde es anders sagen. Also ich habe Erzählungen gehört von Wissenschaftlern, wie jemand versucht hat, das Ergebnis als erster zu veröffentlichen. Und das ist nur das, was zählt. Also das ist die Currency in der Wissenschaft. Wer hat was erstes seine Ergebnisse als erstes veröffentlicht in Science oder Nature und so weiter. Und da werden also zum Teil also wirklich Wildwest-Methoden auch entwickelt. Das stimmt. Aber Sie müssen, auch wenn Sie das tun, müssen Sie Fakten auf den Tisch legen. Sie müssen Fakten zeigen und das ist der große Unterschied übrigens auch zu Geisteswissenschaften, dass die Naturwissenschaften, auch wenn es Rivalität gibt und Tricks und weiß nicht was alles, Intrigen gibt, aber immerhin muss jeder dann irgendwelche Fakten auf den Tisch legen. Kleiner Spoiler, aber das werden Sie besser sagen können. Also mit den Fakten, gerade hatten wir in Science wieder einen Riesenskandal in der Alzheimer-Forschung, wie groß er dann wirklich ist, dass das Molekül, das alle immer zitiert haben seit Jahren, dass ein Highlight der Forschung ist, möglicherweise überhaupt nicht existiert. Vielleicht zwei Punkte. Wir haben vorhin über Politiker gesprochen und Wissenschaft. Ich möchte mal Henry Kissinger zitieren. Ich war im selben Gymnasium wie er. Er hat mal gesagt, why are scientists so bitchy? Because the stakes are so low. Also warum sind die Wissenschaftler so schlecht drauf? Weil es geht einfach um so wenig. Und Sie haben es ja gerade gesagt. Es geht oftmals darum, die Erste zu sein oder der Erste zu sein, der das Paper publiziert. Mein Ansatz war immer genau das Gegenteil und es gibt viele Leute, die genau das verfolgen. Ich möchte eigentlich der Letzte sein, der es publiziert, weil danach dann keine Fragen mehr offen bleiben. Das heißt, die Ersten, die es rausbringen, haben vielleicht noch die Idee, das schnell rauszukriegen, aber es ist ja vielleicht auch falsch. Das heißt nicht, dass man nicht immer schnell sein kann, ich versuche auch schnell zu sein. Aber ich glaube, und das haben wir in der Corona-Pandemie sehr gut gesehen, dass halt alle geglaubt haben, weil man jetzt mal Wissenschaftlern zuhört, müssen wir jetzt auch im Fernsehen sein und müssen wir auch vielleicht mal was sagen. Und da ist auch viel Mist nach oben gekommen. Und ich glaube, da haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Teil auch keinen Gefallen getan. Ist jetzt leider Gottes Infektionskrankheit was, an dem ich auch seit vielen Jahren arbeite, mir auch eine gewisse Meinung bilden kann, aber habe plötzlich Expertinnen und Experten gesehen, von dem er vorher noch nie was gehört hatte und die noch viel weniger haben als ich. Ja. Und ich denke, ich würde niemals da irgendwo öffentlich auftreten wollen und die machen das einfach. Das kann man natürlich schon machen kurzfristig, weil es kurzfristigen Ruhm gibt, aber langfristig für die vielleicht auch egal ist. Aber wenn man etwas länger denkt, dann macht man das nicht, weil man denkt, na gut, ich möchte auch in 10, 20 Jahren noch da sitzen können und dann nicht meine Nase reingrieben bekommen, was das denn da gemacht. Also so viel dazu. Ich denke, die Pandemie hat wie in vielen anderen Bereichen auch in der Wissenschaftskommunikation nochmal einen Fokus gelegt und hat gewisse Sachen etwas klar herausgearbeitet, das Gute wie auch das Schlechte. Man muss sich ja in der Pandemie auch die Gesamtlage deutlich machen. Plötzlich eine Pandemie, wie wir es vor 100 Jahren mit der spanischen Grippe das letzte Mal erlebt hatten, verheerende Folgen, das öffentliche Leben wird lahmgelegt, die Politik ist unter einem wahnsinnigen Druck, muss schnell, wie immer, wird von den Medien gehetzt, muss Lösungen anbieten, braucht die Wissenschaft. Und was natürlich für alle Wissenschaften, auch die sogenannten Exakten, nicht die Archäologie, die interpretieren dann und so, aber auch in Naturwissenschaften, es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen, die auch wohl begründet sind. Und die Zeit sozusagen, das gegeneinander abzuwägen, die wurde einem da nicht mehr gegeben. Die Medien machen Druck, die Politiker machen Druck, die in der Verantwortung stehen, die schnell Ergebnisse liefern müssen. Und dann natürlich, wie Sie es gesagt haben, manche Kollegen, die finden es natürlich schick, jede zweite Woche bei Markus Lanz auf dem Sofa zu sitzen oder bei Anne Will. Und das geht natürlich auch nur, wenn man Kontroversen auch weiterführt und immer wieder weiter treibt. Und das, finde ich, hat der Wissenschaft ein Stück weit geschadet. Aber das muss man, glaube ich, das liegt nicht nur an den Wissenschaftlern, so war die Gesamtlage. Aber ich möchte auch daran erinnern, und das muss man sich immer klar machen, trotz dieser unterschiedlichen Meinungen und dem Verhalten von bestimmten Wissenschaftlern, in atemberaubend, auch wenn Forschung vorher schon gelaufen sind, in atemberaubend kurzer Zeit ist ein Impfstoff, verschiedene, aber vor allem BioNTech entwickelt worden. Ja,
der wesentlich dazu beigetragen hat, dass diese Pandemie beendet wird. Und BioNTech ist ja jetzt auch in der Krebsforschung ein ganz, ganz wichtiger Schritt, wo man weiter aufbaut. Und das muss man immer wieder deutlich machen, dass Wissenschaft trotz aller Wissenschaft, man weiß nicht gleich, wie es geht, aber Wissenschaft trotzdem bringt unser Leben immer wieder voran und hat in dem Fall auch Leben gerettet. Und ich finde, das war ein großartiges Beispiel, trotz einer verheerenden Kommunikation, wie Wissenschaft uns eigentlich wieder rausgehauen hat. Ja, normal dauern ja Impfstoff, also halt bis ein Impfstoff zugelassen ist, bis zu 10 Jahren, also bis die ganzen klinischen Tests durchlaufen sind. Und da ging das in so kurzer Zeit, das ist wirklich beeindruckend. Also ich selber wusste vorher auch nicht, dass das so eine lange Prozedur ist, wissen die meisten nicht, dass es so lange dauert, bis ein Medikament zugelassen wird und dass es eben so viele Jahre ist. Und was da alles dranhängt an Vorarbeit, an klinischen Tests 1, 2, 3 und so weiter. Auch das ist eine Art von Kommunikation, die gut ist, wenn man das eigentlich mal weiß, was da eigentlich passiert. Gebe ich dir völlig recht, aber gerade in dem Fall mit BioNTech war das ja so, dass die 10 Jahre Krebsforschung, die dem vorausgegangen sind, ja im Grunde genommen ein permanenter Fehler waren im Sinne von, dauernd ist was schiefgegangen. Nun ist das ja auch eine Erkrankung, die sich sozusagen von Tag zu Tag verändern kann. Das heißt, die waren ja darauf angewiesen, manchmal pro Woche neuen Impfstoff für einen spezifischen Krebskranken herzustellen. Also das Verfahren war schon eingeführt und funktionierte ja. Man hat es nur noch nicht mit einer Pandemie zu tun gehabt, sondern mit personalisierter Medizin. Aber darüber ist ja lange Zeit nicht berichtet worden, weil es keinen wirklichen Erfolg zu berichten gab. Es ist Grundlagenforschung gewesen. Grundlagenforschung in einer gewissen Anwendung, aber in der Industrie. Und ich glaube, das sind auch Dinge, die Leute oft vergessen. Es wird ja ganz tolle biomedizinische Forschung nicht nur in Akademien, Hochschulen gemacht, sondern eben auch in der Biotech-Industrie. Und ich denke, das haben wir mal offensichtlich gemacht, was hier passiert. Und ich muss die Lanze brechen als Vizepräsident der DFG sowieso, dass Grundlagenforschung einfach wahnsinnig wichtig ist. Und wir haben da die Früchte geerntet von der Förderung von Grundlagenforschung. Und ich glaube, die muss es geben in den Naturwissenschaften, die muss es auch in den Geisteswissenschaften geben. Und natürlich heißt es andauernd, kürzt doch das ein, es passiert ja nichts, es kommt ja 10 Jahre nichts raus. Das ist ja für uns alle richtig, auch bei mir im Labor. Es gibt eben Dinge, wo jetzt morgen vielleicht nichts passiert. Aber wer weiß denn, was in 5 Jahren ist? Dann können wir genau die Dinge, die mal erforscht wurden, aus reiner Neugier, die können wir einsetzen. Und deswegen bin ich kein großer Freund, obwohl ich selber 9 erfolgreiche Firmen gegründet habe, kein großer Freund davon zu sagen, wir machen nur anwendungsbezogene Forschung und fördern die. Wir müssen auch und vor allem die Grundlagenforschung fördern, weil das ist das, was uns dann später voranbringt. Und da, aber Sie sagen etwas Wesentliches, Fehler. Also was ich gelernt habe in dem ganzen Projekt, ist, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich ständig nur mit Fehlern zu tun haben. Also Richard Thayer, einer der großen auch Wissenschaftler, wie ich ihm gesagt habe, what's about success? Er sagte, what are you talking about? 9 of 10 experiments are failures. Und auch der andere hat learn from failure. Also Fehler nicht, und das ist etwas, was ich sozusagen die Erkenntnis, dass es keine Fehler sind, sondern wenn man das, was gescheitert ist, also Erkenntnis sieht, für einen neuen Weg oder einen anderen Weg oder die Kurve so zu nehmen, dann ist es eben kein Fehler, sondern ein Fortschritt. Aber dass eigentlich Wissenschaften eigentlich immer Art Fehlerergebnisse sind, bis endlich mal sozusagen das große Ergebnis überhaupt, das positive Ergebnis überhaupt da ist. Also das ist etwas, was man von außen ebenfalls nicht sieht, diese ganze Fehlerstrecke. Du hast, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, kein einziger Wirtschaftswissenschaftler dabei, oder? Nein. Und das Interessante finde ich gerade bei den Wirtschaftswissenschaftlern und den Nobelpreisen in Wirtschaftswissenschaften ist ja, dass die alle, nachdem sie ihren Nobelpreis haben, versuchen, eine Firma zu gründen. Weil sie haben ja jetzt die Formel, wie die Wirtschaft funktioniert, und es ist die beste Formel ever. Und mit der Formel in der Tasche mache ich einen Hedgefonds, mache ich ein was auch immer, ein Unternehmen, was sehr viel Geld bewegt. Keiner von den Nobelpreisträgern, kein einziger in den Wirtschaftswissenschaften, hat das je geschafft. Die sind
teilweise kläglich gescheitert, haben ja zum Teil also ihr Geld, also ihr Nobel Prize Geld auch in die Firma mit reingetragen. Mit anderen Worten, diese Formel, die ich auf der Hand sehe, die den besten Stand des gegenwärtigen Wissens zeigt, selbst diese Formel kann ja ein völliger Irrläufer sein. Naja, die Formel zum Beispiel Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier, die haben beide den Nobelpreis bekommen. Gut, das ist ein gutes Gegenbeispiel. Also CRISPR-Cas entwickelt, okay, ja. Also die haben die Formel, da ist die Formel drauf von der Jennifer, die hatte CRISPR-Cas9 draufgeschrieben, also gezeichnet, und die Genschere. Und Emmanuel Charpentier, die hat das auch mitgeforscht, also die beiden waren ein Team, und die hat draufgeschrieben, always be the best of yourself. Da sieht man erstmal, wie beide unterschiedlich denken. Und was natürlich jetzt in dem Falle klar ist, die Genschere, also CRISPR-Cas9, ist ein wahnsinnig bahnbrechendes Forschungsergebnis und natürlich auch, es wird angewendet. Und es ist ein bitterharter Patentstreit, läuft immer noch. Da ist nochmal das Broad-Institut dabei, weil der, und das sind so Sachen, jemand aus dem Broad-Institut, ein chinesischer Forscher, hat sofort erkannt, was da in diesem Ergebnis drin ist und hat sofort eine Anwendung gemacht und hat sofort ein Eilpatent beantragt und hängt jetzt mit drin. Und da sind also die ganzen Industrie, die ganzen Universitäten hängen drin und da wird also enorm gestritten. Und das ist immer noch nicht beigelegt, weil es um viel, viel, viel Geld geht. Aber ich finde diesen Fall besonders interessant, weil eine der beiden Wissenschaftlerinnen ja was auf die Hand geschrieben hat, was auch von einem Geisteswissenschaftler oder einer Geisteswissenschaftlerin hätte stammen können. Und du hast dich ja bewusst entschieden, keine Geisteswissenschaftler, Wissenschaftlerinnen zu fotografieren und zu interviewen. Erstens, warum eigentlich? Und zweitens, wo ist gerade im Fall der beiden, wo wäre da eigentlich der Unterschied? Also der erste Punkt ist, ich habe mich dann tatsächlich eindeutig für die Naturwissenschaftler entschieden. Das war, ich war schon sehr weit und hatte mir dann aber doch mal überlegt, eventuell Geisteswissenschaftler dazuzunehmen. Ich habe geschwankt, muss ich dazu sagen, weil es auch in der Geisteswissenschaft sehr verschiedene Sparten natürlich gibt. Und andererseits ist es so. Aber in der Wissenschaft, also in Naturwissenschaften auch so. Ne? Natürlich, aber wie gesagt, Naturwissenschaft hat auch etwas mit Fakten zu tun. Und ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, ob Sie es noch erinnern, ein Gespräch mit Herrn Patzinger, wie ich dieses Thema auch mal mit Herrn Patzinger besprochen habe, das heißt, ihn um Rat gefragt habe, soll ich die Geisteswissenschaftler mit reinnehmen oder nicht reinbringen? Es war so ein Schwanken. Und er hat dann auch gesagt, das heißt, wen nimmt man dann? Es ist immer so, dass man eigentlich keinem wirklich gerecht werden kann. Und meine Philosophie war eigentlich immer in meiner ganzen Arbeit, entweder Fisch oder Fleisch. Aber man muss sich zu irgendetwas entscheiden und bekennen. Man kann alles, was so halb gar ist und halb Seiden ist, haut nicht hin. Man muss eine Meinung haben. Und ich habe dann mich ganz klar entschieden, bei den Naturwissenschaftlern zu bleiben. Es hatte auch für mich den Vorteil, dass es, wie gesagt, es ist etwas Überschaubares. Naturwissenschaften, jeder hat ein Ergebnis in der Forschung. Und ich habe festgestellt dann auch, was ich gelesen habe und was mich dann befasst habe, dass Geisteswissenschaften ein etwas dehnbarer Bereich ist. Dass Geisteswissenschaftler, die müssen nichts beweisen. Geisteswissenschaftler habe ich, ich kenne einige oder ihre Reden und so weiter, dann höre ich wolkige Reden und sage immer, was ist die Essenz? Also ich bin immer auf der Suche nach der Essenz. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Geisteswissenschaftler alle wolkig reden, aber es gibt da etliche, die wolkig reden. Und dann der Maßstab, der messbare Stab oder Element, den habe ich bei den Naturwissenschaftlern und nicht so bei den Geisteswissenschaftlern. Also zwei Dinge.
Als wir gesprochen haben, war das Projekt definitiv zu weit. Also, dass man sagt, wir nehmen jetzt noch die Geisteswissenschaften dazu. Es war eine ganze Liste an Leuten. Das war eine runde Sache. Und es war klar, Science, klar sind Naturwissenschaften. Das ist für uns Geisteswissenschaftler immer ein bisschen unangenehm, weil wir sind Humanities. Ja, Science in Humanities. Wir sind ja auch Science und so, ne? Aber das ist eine Frage der Übersetzung und so. Aber das war eine runde Sache. Und da hätte man kann ja vielleicht noch mal einen zweiten Band machen. Aber dann ist natürlich, in Naturwissenschaften gibt es eine Vielfalt an Disziplinen. Und auch da konnten sie nicht alle nehmen. Das müsste man in Geistes- und Sozialwissenschaften, müsste man die Doppelbezeichnung nehmen im Deutschen, wäre natürlich dieselbe Problematik. Würde sich trotzdem lohnen. Und ich glaube, Sie wären überrascht, wie viel Beweisführung eine Rolle spielt. Das, okay. Das wäre wirklich eine Frage. Wie viel könnten die wirklich an Essenz dann darstellen? Und zwar eben nicht. Da sind wir wieder, ich arbeite im Moment an neuem Projekt, das heißt Metamorphosen, und ich habe gerade ein Konzeptpapier sozusagen geschrieben. Es ist schon fertig, das Projekt. Und dann habe ich zufällig den Text von einem Kunsthistoriker gelesen, so ein halbes Blatt, der über etwas Ähnliches geschrieben hatte. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich diese Formulierungen sehe, diese Wörterwahl sehe, dann frage ich mich hinterher, was will er eigentlich sagen? Also das ist das, was ich meine. Das gibt es auch, ja. Das gibt sich auch. Aber es gibt auch andere. Also einen Satz würde ich dazu auch gerne noch sagen, im Sinne aller anwesenden GeisteswissenschaftlerInnen, ist es ja doch so, dass wir auch in den Geisteswissenschaften alle unsere Argumente, Sie haben von Beweisen gesprochen, durchaus belegen, beweisen, argumentativ beweisen. Es ist ja nicht so, also gerade die, wenn ich jetzt für mich spreche, die für die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Kunstgeschichte, geht es natürlich darum, die Thesen, die man hat und die man aufstellt, anhand verschiedenster Befunde, sei es schriftlicher Quellen, sei es Archivalien, sei es anhand des Vergleichs der Werke selber, sei es mit kunsttechnologischen Untersuchungsmethoden, mit der Analyse der Werke, ihrer Genese und so weiter, da geht es im Grunde immer auch um Beweis und Beleg. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Missverständnis ist, was eigentlich etwas ist, was allgemein in der Gesellschaft sehr verbreitet ist. Die Vorstellung, ja, der Historiker, der Germanist, der Kunsthistoriker, der Archäologe, weiß ich nicht, aber die reden und machen viele Worte, aber sie belegen die Dinge nicht. Ich glaube, darum wäre es für mich sehr spannend, wenn Sie so ein Projekt nochmal mit Geisteswissenschaftlern machen und Geisteswissenschaftlerinnen machen würden, weil vielleicht dann auch Ihr Bild sich ganz stark ändern würde und Sie auf einmal sehen würden, wie stark es auch in der Hermeneutik und all die, wir sind ja Wissenschaften mit Methoden auch. Wir haben bestimmte Methoden und da geht es auch genauso um Fakten. Also es geht auch um Fakten, es geht auch um, um die Evidenz des Faktischen. Deswegen ist das, ich glaube, das ist ein ganz großes Thema und ein ganz großes Feld, also wirklich auch eine Problematik zu sagen, naja, die Naturwissenschaften, das sind Fakten und das kann ich beweisen und die Geisteswissenschaften nicht, das ist Gelaber, so, ne, also oder ich überziehe es jetzt ganz stark, um ein bisschen zu provozieren. Ich weiß, dass Sie es so nicht meinen, aber es ist was ganz weit Verbreitetes, wo wir, glaube ich, auch als Geisteswissenschaften in der Pflicht sind, das auch nochmal anders zu vermitteln, auch gerade im Museum auch. Ne? Da geht es ja auch immer darum, wie vermitteln wir unsere Wissenschaft, die auch durchaus auch auf Naturwissenschaften basiert, wenn es darum geht, Gemälde zu untersuchen mit naturwissenschaftlichen Methoden, mit Röntgen, mit Infrarot, mit Mikroskop. Das muss man aber, das kann nicht für sich stehen, das muss immer in Zusammenhang gesehen werden, auch gedeutet werden, mit dem kunsthistorischen Wissen, das wir haben, mit Bildtraditionen, mit Techniken, mit Arbeitsweisen der Künstlerinnen und Künstler. Also muss immer in einen Kontext, das kann nicht für sich stehen. Ich kann mit einem Infrarot, wenn ich das nicht lesen kann, also einem Infrarot eines Gemäldes oder einem Röntgenbild, wenn ich das nicht lesen kann und deuten kann und nicht die Arbeitsweise des 16. Jahrhunderts kenne, kann ich damit nichts anfangen. Das heißt, das ist also auch ein ganz komplexer
Deutungsvorgang, der aber auch zu tun hat mit, also der auch beweisbasiert ist, um es so zu sagen. Natürlich sind es auch Thesen, die ich aber auch beweise, nur um das. Aber dann, da ist aber der gleiche Punkt, dann, Sie haben gerade auch aufgegriffen, wie kommuniziere ich das? Eigentlich ist das der gleiche Punkt wie bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Wie kann man das kommunizieren, dass es eben nicht abstrakt ist und nur einen ganz kleine Gruppe von Menschen interessiert, ja, sondern wie kann ich das, was ja faszinierend ist, das Ergebnis, wie kann ich das sozusagen an den Mann bringen, wie kann ich das rausbringen und zwar als Essenz. Also es gibt ja einen Wissenschaftler, der sagte, nur wenn ich das meiner Großmutter erklären kann, habe ich das selber auch wirklich so verstanden, weil ich dann so bündeln kann und sozusagen so runterbrechen kann. Das ist eine ganz große Aufgabe natürlich, ja, auch für uns als Museen, genau das zu tun. Ne, in die unseren, sehe ich für, ja, Sie und für die Wissenschaftler eigentlich, auf beiden Ebenen eigentlich. Also ich glaube, es gibt gar keine so großen Unterschiede, denn die Herausforderungen sind für die Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler und für uns eigentlich gleich. Und ich muss jetzt gestehen, ich habe mal früher überlegt, Archäologie zu studieren. Das fand ich wirklich super interessant, für heute noch interessant. Und ich glaube, dass das, was wir tun, eigentlich ähnlich ist. Ne? Wir versuchen, was zu verstehen, wir versuchen, was zu entdecken. Und die Entdeckungen in Archäologie und in der Chemie oder Biologie, was ich mache, ist vielleicht nicht so unterschiedlich. Den einzigen Unterschied, den ich jetzt sehen würde und warum ich dann vielleicht denke, dass Chemie noch spannender ist, aber Sie können mich da gerne eines Besseren belehren, ist die Tatsache, dass ich Kreator spielen kann. Das heißt, ich kann Moleküle machen, die vorher noch niemand gemacht hat. Ja, das können Sie vielleicht auch, das können Sie mir gleich erzählen, aber ich denke, das ist was für uns jetzt in der Chemie, was Neues zu schaffen, mit diesen neuen Werkzeugen, diese neuen Werkzeuge, vielleicht neue Methoden dann einzusetzen, um Dinge zu verstehen, die wir sonst nicht verstehen können. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ich glaube, die Leute, die Sie im Buch sehen, die Sie vielleicht auch in den Geisteswissenschaften sehen, in den herausragenden Positionen, sind oftmals Leute, die dann die Dinge, die sie tun, auch gut artikulieren können. Weil typischerweise nur dann, wenn sie sich gut artikulieren können und das Essentielle herausarbeiten können, bekommen sie die Preise, bekommen sie die Positionen und zum Schluss in herausragenden Positionen, zumindest viele. Es gibt auch dazu viele Ausnahmen, aber ich glaube, oftmals geht das Hand in Hand. Nachfrage. Aber Sie sagen etwas Tolles. Ich kann mich an unser Gespräch erinnern, und da sagten Sie etwas, dass Sie ein bisschen Gott spielen können, weil Sie etwas erschaffen können. An das erinnere mich heute noch. Das habe ich jetzt ganz bewusst weggelassen, weil ich weiß ja nicht, wer hier dabei ist. Man tritt oftmals auf die Füße, wenn man sowas sagt. Also wie gesagt, ja. Aber dieses Erschaffen, wie wir etwas kreieren können, erschaffen können, ich glaube, das ist etwas schon Faszinierendes. Und mit der Archäologie, also wie Sie sagten, es hat natürlich sozusagen gewisse Parallelen aber diese Faszination, die, warum jemand es tut und macht, so wie ich das bei Ihnen auch gesehen habe, das ist das Faszinierende und das, finde ich, sollte einfach noch mehr rauskommen. Also ich glaube, Herr Seebacke, Sie haben wahrscheinlich alles richtig gemacht, aber Sie wären bestimmt auch ein super Archäologe geworden. Denn eine Sache gibt es, die doch vergleichbar ist. Sie sagen, Sie kreieren Moleküle und so weiter, die bestimmte Probleme lösen, bestimmte Dinge ermöglichen. Was mich wirklich, ich wollte eigentlich Geschichte studieren. Und in der Studienberatung, man hört sich so um und so weiter, Berufsbild später, und was macht dieses Fach eigentlich? Mittelalterliche Geschichte, neue Geschichte, es ist vieles bekannt. Die Quellen sind eigentlich da. Und es werden unterschiedlich interpretiert. Das ist das, was Sie vielleicht meinen an der Geisteswissenschaft. Das ist nicht immer so. Und dann, ich habe Geschichte im Nebenfach auch studiert, und dann ist mir die Archäologie, ich mit Archäologie befasst, und dann wurde mir klar, und das hat mich unglaublich fasziniert, dass es, und das ist noch heute so, es gibt Epochen in ganz bestimmten Regionen unserer Welt, in Europa, hier in Sachsen-Anhalt, wo wir ein bestimmtes Bild haben und wo eine Entdeckung, die muss ja nicht mal spektakulär sein, dieses Bild komplett auf den Kopf stellt. Es gibt genauso riesige weiße Flecken noch, die man dann füllen kann durch neue Entdeckungen. Da meine ich, mit der Entdeckung meine ich jetzt nicht irgendwie Goldschätze und sowas, ja, diese Schliemann-Romantik, sondern wirklich mit kleinen, zunächst unscheinbaren Details. Und noch einmal aus dem Müll der Geschichte, ich meine, was Sie in Siedlungen finden, ist ja liegen geblieben. Was kann man aus Abfall, aus Abfallgruben alles rekonstruieren an Wirtschaftsweisen und so? Und das hat mich total fasziniert. Als ich das verstanden hatte, dachte ich, nee, ich will nicht Geschichte studieren, weil es ist auch Geschichte, aber ich kann noch viel mehr sozusagen neu rekonstruieren
Und wir sind ja, Archäologen sind ja auch Geschichtsschreiber, nur haben viel kompliziertere Quellen, die aber einen Vorteil haben, sie sind unbestechlich. Jeder, der mit schriftlichen Quellen arbeitet, weiß, Quellenkritik ist das Wichtigste. Keine Quelle hat nicht eine Intention, ja? Auch ein Kataster oder sowas. Ja? Aber die Archäologie ist in gewisser Weise unbestechlich. Man kann nur, muss aufpassen, auch in den Grabungen passieren immer wieder Fehler. Aber an sich ist so eine Schichtfolge, das ist ein Buch, da kommt man nicht drum rum. Herr Seeberger, Nachfrage nochmal. Also das liegt ja ganz nahe, dass man sagt, also gerade eine Disziplin wie Chemie oder auch Physik, die können wahnsinnige Geräte, Technologien entwickeln, die unser ganzes Leben bestimmen. Würden Sie folgende Parallele gelten lassen? Es gab das Problem bei den Griechen, dass ich verschiedene Tische habe. Und ich frage mich, was ist eigentlich das Gemeinsame dieser Tische? Und da kommt Plato auf eine Idee, nämlich auf die Idee der Idee, dass das, was die Tische teilen, die Idee ist. Und diese Idee Platos, die ja, man könnte sagen, eine Erfindung war, während sie ja eher Sachen finden, die in der Natur auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Würden Sie das gelten lassen als so eine Kreation, die ja unheimlich wirkmächtig war? Ich glaube, die Idee an sich ist eine wichtige Verständnis, was zu kreieren. Und ich glaube auch, dass Geisteswissenschaftler was kreieren können. Es wird anders sein als bei uns. Ich könnte es wahrscheinlich nicht so schön darstellen. Aber der Unterschied zwischen Biologen und Medizinern ist oftmals, und ich bin in dem Bereich ja auch tätig, dass wir eigentlich versuchen, Dinge zu verstehen. Also eher vielleicht wie die Archäologinnen und Archäologe. Und als Chemiker etwas Neues schaffen. Das heißt dann nicht, das gab es vorher noch nicht, das können wir nicht entdecken. Vielleicht machen wir es auch nur als Blödsinn, vielleicht sagen wir, wir machen das Ding, weil es halt schön ausschaut. Gibt es also auch, es gibt Moleküle raus wie ein Würfel, ja, hat erstmal keine Funktion. Aber ich denke, das ist der große Unterschied zwischen Entdeckung und Erschaffung. Und ich sage nicht, das eine ist richtig oder falsch, es ist nur unterschiedlich. Und ich glaube, es braucht unterschiedliche Persönlichkeiten, um unterschiedliche Dinge zu tun. Und das ist dann, wenn junge Leute zu uns kommen und sagen, ja, ich überlege bei Ihnen zu studieren und zu promovieren, was soll ich denn da machen? Ich denke, Sie müssen sich fragen, was wollen Sie? Und dann sollen Sie das machen, was Ihnen entgegenkommt. Machen Sie es nicht, weil Sie denken, Sie bekommen einen Preis oder Sie verdienen einen Haufen Geld. Das kann alles passieren, aber es wird nicht dann passieren, wenn Sie das machen, weil Sie es deswegen tun. Ich glaube, es passiert dann, wenn Sie es eben gerne tun und auch vielleicht gut tun. Meine Meinung. Diese Unterscheidung, von der wir jetzt sprechen, von Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, hat natürlich auch unheimlich viel zu tun mit der heutigen Ausdifferenzierung dieser Wissenschaften. Also wenn ich jetzt wieder mal aus meiner Frühneuzeitler-Perspektive, Descartes, nur ein Beispiel, war Philosoph, Mathematiker, Naturwissenschaftler oder Naturkundler. Das heißt, diese Mathematiker. Das heißt, diese Universalgelehrten, die natürlich das damalige Wissen noch ganz anders überschauen konnten, als das heute geht in unserer ausdifferenzierten Welt, hatten auch eine andere Vorstellungen, ein anderes Verständnis davon, wie diese Wissenschaften, um sie mal so zu nennen, ineinander griffen, miteinander zu tun hatten. Also Mathematik und Philosophie waren Dinge, die in bestimmter Hinsicht, in bestimmter Weise vielleicht nicht so weit auseinander waren oder auch was miteinander zu tun hatten. Und das, denke ich, ist auch etwas, worüber wir uns jetzt hier unterhalten, dass einfach diese Hochspezialisierung, also diese in Ihrem Fach Chemie, da gibt es, wird es, ich weiß nicht, wie viele tausend Sonderspezialisierungen geben. Also schon das Fach an sich ist ja so ausdifferenziert. Und dadurch hat man vielleicht auch so ein gewisses Auseinanderdriften, ne? Oder einfach so diesen, in unseren Köpfen ist so stark dieser Ansatz der heutzutage dieser Trennung von diesen verschiedenen Wissenschaften, weil man es gar nicht anders überblicken kann. Aber man kann oder hat das vielleicht zu anderen Zeiten auch ganz anders bewertet. Es ist eben auch eine Bewertung heute von uns, die herangetragen wird an diese Wissenschaften. Aber ich glaube, Sie haben noch etwas Wesentliches auch gesagt. Das, weil Sie sagten, was soll ich studieren? Jeder muss das tun, was er tun will oder was. Und dass es dazu verschiedene Persönlichkeitsstruktur bedarf. Und auf diese Persönlichkeitsstruktur, da möchte ich gerne zurückkommen. Und da würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Also die Naturwissenschaftler haben sicherlich eine andere Persönlichkeitsstruktur als die Geisteswissenschaftler. So wie ich gesehen habe, dass bei
bei dem Projekt Spuren der Macht, dass die Politiker eine absolut andere Persönlichkeitsstruktur haben müssen, um dort erfolgreich zu sein. Ich hatte ja auch zwei Vorstandsvorsitzende dabei. Also ich wollte sehen, gibt es einen Unterschied zwischen Wirtschaft und Politik? Und es gibt ihn. Die Wirtschafts-, wenn sie auch an der Spitze sind, die müssen ihr Ego sehr im Zaum halten und immer den Firmennamen, also Allianz oder was es immer ist, den gab es und den gibt es auch immer, wenn sie schon weg sind. Das heißt, ihr Ego muss immer hinter dieser Firmenname stehen. Es gibt ein paar Ausnahmen, die das nicht machen. Aber die Politiker müssen fast Exhibitionisten sein, weil sie jeden Tag irgendwo erscheinen müssen, dass sie bekannt sind, dass sie wieder gewählt werden, dass sie im Gespräch sind. Also sie müssen wirklich sehr extrovertiert sein. Also sie brauchen eine andere Persönlichkeitsstruktur. Und ich denke, genauso wie hier brauchen sie als bestimmte Art von Wissenschaftler eine andere Persönlichkeitsstruktur oder als Geisteswissenschaftler oder als Archäologe. Wenn sie als Archäologe, sie müssen Freude haben, da in der Erde was zu entdecken und zu graben und irgendwo in der Prärie zu sitzen, wo es nicht immer gerade einfach und lustig ist. Das heißt also, sie brauchen eine Persönlichkeitsstruktur. Wenn sie das wirklich gut machen wollen und mit Freude machen wollen, dann müssen sie dazu gebaut oder gestrickt sein. Das muss ihre Persönlichkeit dazu passen. Also ich glaube, dass die Anforderungen für den Archäologen und für uns wahrscheinlich ähnlich sind. Und für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, glaube ich, man muss einfach mit vielen Rückschlägen umgehen können. Was Sie haben es vorhin gesagt gehabt, ich habe mich am Anfang meines Doktorats beschwert, dass nur 10% meiner Versuche funktionieren. Da hat mein Doktorvater gesagt, was? So viel? Normal funktionieren nur 5%. Also ich denke, das stelle ich mir beim Archäologen genauso vor. Man würde ja wahrscheinlich jeden Tag Goldschatz finden. Das ist bei uns so ähnlich. Das passiert vielleicht einmal, wenn man Glück hat, in so einer Forscherkarriere. Und ich denke, man muss es einfach wirklich wollen. Und am Ende des Tages ist es diese Frustrationstoleranz gepaart mit einer gewissen, vielleicht auch, sagen wir, Sturheit, da weiterzumachen, aber auch zu wissen, wann dann Schluss ist. Und ich glaube, das ist für uns zum Teil als Advisor für unsere Mitarbeitenden zu sagen, da hörst du jetzt auf, weil sonst haben wir nochmal 2 Jahre Doktorarbeit versenkt und dann schaut es schwierig aus mit dem Promovieren. Das heißt, man muss schon einschätzen können, wann ist nochmal gut. Ja? Und das kommt mit der Zeit an. Das ist natürlich die Frage, Henne oder Ei. Ne? Henne oder Ei, weil ich glaube, da würde ich Ihnen widersprechen, ich glaube nicht, dass es da einen großen Unterschied gibt, wenn man sich entscheidet, welchen Weg man geht. Mag vielleicht bei Ausnahmen geben, Philosoph, da braucht man, glaube ich, wirklich eine Neigung und so, aber in alles, was klassische Wissenschaft ist, wo es um Erforschen von Dingen geht, glaube ich, ist das gar nicht so. Aber natürlich der Beruf und der Werdegang und wenn dann sich ein Erfolg einstellt, wenn Verantwortung kommt mit dem Erfolg, das prägt dann Menschen natürlich. Ich glaube, in der Politik sind vielleicht von Anfang die Politiker auch nicht so gewesen, aber dann, wenn man mal in dieses Fahrwasser kommt, der harte Kampf, entweder du gehst unter, du lässt es, ne, der, wem es zu heiß ist in der Küche, mit dem Koch die Geschichte, dann muss man das durchstehen. Und ich glaube eher schon, dass es eher darum geht, der Typ, was will ich wirklich in die Hardcore-Wissenschaft, will ich forschen oder will ich das Erlernte und auch in einer Dissertation, wo die Forschung ja auch weitergeht, will ich das dann irgendwo anwendungsbezogen nutzen? Ne, ich glaube, da fächert sich dann das auf, denn Wissenschaft und Forschung ist natürlich auch Entsagung. Das ist Entsagung, was Zeit betrifft. Sie müssen mobil sein, ja. Wenn Sie Familie haben und Sie sind promoviert, habilitiert und so, dann ist da eine Stelle, vielleicht 5 Jahre später eine andere Projektstelle, bis Sie mal fest irgendwo etabliert sind. Das ist nicht so ganz ohne. Also ich glaube, da unterscheidet sich nicht so sehr Natur- und Geisteswissenschaften, auch wenn es gewisse Unterschiede gibt, aber der Kern ist sehr ähnlich. Ich will forschen. Aber will ich forschen oder will ich andere berufliche Tätigkeiten nach dem Studium? Da scheiden sich, glaube ich, die Geister. Und es kommt nochmal, Sie haben jetzt gerade schon etliche Punkte gesagt, Entsagung. Die französische Wissenschaftler, die den HIV-Virus entdeckt hat, sie sagt immer den Leuten, es ist so etwas Ähnliches, wie wenn sie ins Kloster gehen. Also, dass sie wirklich so denken und dann wirklich im Kloster sind und das, was das heißt. Also es ist noch etwas, große Frustrationstoleranz, Sturheit, Beharrlichkeit, sozusagen ständig mit Fehlern zu sein, besessen zu sein, kaum Privatleben zu haben. Also das sind fasziniert zu sein. Da gibt es so viele, also wirklich diese Punkte, habe ich festgestellt,
sind mir so deutlich geworden, die ein Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler haben muss, um wirklich dabei bleiben zu können und so besessen zu sein, dass sie das alles durchhalten. Das sind so ganz wichtige Eigenschaften. Totale Zustimmung. Gibt es von Ihrer Seite aus eine Frage an jemanden hier oben? Gerne. Ich glaube, wir haben ein Mikrofon. Kommt gleich. Sekunde. Das war ein etwas abrupter Übergang von mir jetzt. Ohne Vorwarnung für die Kollegen. Kommt das Mikro. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich bin selbst in der Wissenschaft groß geworden. War lange Neurobiologin, bevor ich dann hier in die Leopoldina kam und 20 Jahre Generalsekretärin war und dann Management gemacht habe. Ich fand die Bilder, Frau Kölbl, die ich mir habe anschauen dürfen, wahnsinnig spannend. Und mich würde einfach interessieren, wie viele Bilder haben Sie von jeder Person gemacht und nach welchen Gesichtspunkten haben Sie dann ausgewählt, was man unten sieht? Denn es ist ja nicht jede Person in der positivsten oder in der schönsten Weise zu sehen, alle strahlen in irgendeiner Form. Aber es gibt Personen, die haben dann die Hand vors Gesicht, man sieht die Nase nicht, man sieht den Mund nicht. Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie das wirklich ausgewählt? Und war jeder und jede, die nun ihr Bild, das endgültige, gesehen hat, einverstanden mit der Art und Weise, wie man sie gesehen hat? Also ich freue mich natürlich, dass Sie die Bilder sozusagen gerne gesehen haben oder Ihnen. Ja. Es ist so, ich habe unterschiedlich Zeit gehabt mit den Einzelnen. In Deutschland oder in Europa etwas mehr als in Amerika, dass die Zeit immer etwas knapper. Also da ist dann, ich habe immer zuerst das Interview gemacht und dann erst die Fotos hinterher. Und es ist so, wie ich sie ausgewählt habe, war etwas, dass ich erstmal immer etwas haben oder ein Bild haben wollte, wo man wirklich so eine Entwicklung gesehen hat. Das heißt, eine Kommunikation zwischen dem Porträtierten und mir. Das heißt also, dass er nicht, es gibt ja eine Art von jemand anschauen, wo ich an jemand vorbeischaue. Ich tue so, als ob ich jemand anschaue, aber man schaut durch den anderen durch. Das wollte ich eben nicht. Ich wollte, dass ich wirklich eine Kommunikation ist, dass ich die Augen von dem anderen sehe. Das war etwas, was ich angestrebt habe. Also, dass ich sozusagen der Stellvertreter bin für die anderen. Und dann, wenn Sie sagen, die Hand vors Gesicht und so weiter, das ist genau das, was die für sich toll fanden, was sie schön fanden, was ihr eigenes Spiel war. Also, ich habe denen auch nicht gesagt, machen Sie mal so, sondern sie haben gespielt und das war etwas, wo sie sich gern so gesehen haben. Das heißt also, sie finden es vielleicht komisch, aber für die selber war es etwas Positives, etwas Eigenständiges. Also das ist das Wort. Ich habe immer nach dem Eigenständigen gesucht, wo ich das Gefühl habe, da stimmt's. Da stimmt die Hand, da stimmt der Ausdruck, das ist es. Noch eine Frage? Ja, also in der frühen Neuzeit, um nochmal auf Frau Hirschfelder zurückzukommen, sprechen wir von der gelehrten Republik, die wir haben, die wir in Europa, also natürlich vor allen Dingen in Europa in dem Fall dann etabliert haben, wo die Wissenschaftler sich über die Grenzen hinweg unterhalten können mittels der Briefe. Nun ist es ganz spannend, in den Interviews nochmal zu lesen, zum Beispiel auch bei Ihnen, Herr Seeberger, wo Sie relativ klar herausarbeiten, welche Unterschiede es zwischen Europa und Amerika gibt im Wissenschaftssystem. Und auch in der Darstellung von Wissenschaften. Wobei, wenn wir uns jetzt den Band als Ganzes wieder angucken, dann erscheint es schon als eine Wissenschaft. Also wie stark sind denn dann wirklich diese Unterschiede? Also haben Sie das gespürt? Sie haben es gerade nochmal angedeutet, dass, also Frau Kölbl, dass die Zeit in Amerika immer viel knapper ist, als das in Deutschland mit den Interviews gewesen ist. Also sind die Unterschiede wirklich so stark oder ist es eine Wissenschaft, die da zu uns spricht? Also das fand ich interessant und spannend, also an den einzelnen Interviews und an dem gesamten Band, weil Sie es ja auch ganz bewusst als große internationale Studie angelegt haben. Naja, in Amerika ist überhaupt alles schneller und kürzer.
In Europa hat man immerhin noch ein bisschen mehr Zeit miteinander und füreinander. Und deshalb ist es, habe ich hier etwas mehr Zeit gehabt. Und ich glaube noch etwas, dass das Marketing, wenn man das so sagt, oder Economy, oder what's in it for me, ist in Amerika dieser Gedanke einfach sehr viel stärker noch als in Europa. Es gibt natürlich diese kulturellen Unterschiede, zum Beispiel ein japanischer, der japanische Nobelpreisträger in einer, ja, der ist Fields-Medaillengewinner, nicht Nobelpreisträger, das ist in der Mathematik ist das ja der Nobelpreis. Aber der sagte, der war lange Zeit in Amerika und wie er zurückkam, und das hat ein anderer Japaner auch erzählt, da ist er fast, ja, hat eine richtige Depression gehabt. Er ist mit der japanischen Kultur nicht mehr zurechtgekommen. Er war das Amerikanische so gewöhnt, dass er sehr lange gebraucht hat, bis er zurechtgekommen ist. Also da sieht man schon einen Unterschied in den Kulturen, an der Forschung, Zeit und Stil. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, für die tollen Bilder und Interviews. Danke, dass Sie da waren, an einem schönen Tag. Und ja, ich bin gespannt auf den Band mit den Geisteswissenschaftlerinnen. Schönen Abend noch. Thank you.